ich zeige euch heute mal wieder die Sachen, die ich im letzten Monat besonders gerne mochte, meine Favoriten. Und an dieser Stelle mal ganz kurz danke dafür, wie unglaublich viel ihr mein Video im letzten Monat angeklickt habt. Ich war ganz platt, es war viel mehr als sonst. Und auch danke für eure ganzen Daumen nach oben. Ich frag ja nie danach, wisst ihr. Aber ich freue mich halt immer total, wenn ich Daumen nach oben bekomme. Also ich glaube auch gerade, weil ich nicht so darum bitte, dann denke ich immer, okay, wenn ihr das dann macht ihr das so komplett irgendwie unaufgefordert aus freien Stücken. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal ganz kurz Dankeschön dafür. Und jetzt zeige ich euch das erste Produkt, was ich im letzten Monat richtig geliebt habe. Das ist eins, was ich mir neu gekauft habe. Das ist so ein Concealer. Und zwar von Maybelline, der Fit Me Concealer. Und den hat, wenn ich mich nicht irre, X Karenina empfohlen in einem Video. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls hat das jemand empfohlen, der ganz helle Haut hat. Da bin ich mir sicher. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, den gucke ich mir mal an. Ich habe nämlich sonst in der Drogerie immer so das Problem, für meine helle Haut eben einen Concealer zu finden. Und ich habe einfach die hellste Farbe genommen und die passt super zu mir. Wo ich richtig glücklich drüber bin, ist, dass die hier unter den Augen sich nicht so in den Fältchen absetzt und dass die gut deckt trotzdem. Also ich brauche hier so ein bisschen für meine Augenringe immer ein bisschen was zum Abdecken. Und ja, die ist einfach super. Also ist so alles irgendwie in einem, wie ich es mir gewünscht habe. Erinnert mich ein wenig an die von Rimmel Match Perfection oder Perfect Match. Ich verwechsel das immer. L'Oreal hat das eine und Rimmel hatte das andere. Jedenfalls daran erinnert mich das. Das war ewig mein Lieblingsconcealer. Wenn ihr schon länger zuschaut, wisst ihr das. Und das ist auf jeden Fall ein adäquater Ersatz dafür und ich freue mich sehr, dass ich den gefunden habe. An Eyeliner habe ich hier diesen braunen total gerne getragen. Ich trage ja sonst eher schwarzen Eyeliner, aber irgendwie, ja, war mir dann so nach braunem Eyeliner. Der ist von Elite und ist der Matte Liner und die Farbe heißt Matte Brown. Und das ist so ein, der hat einfach so eine Spitze vorne, also es ist nicht so ein Pinsel, sondern so ein Filzliner, der aber nicht, wo nicht die Farbe von innen kommt, sondern man tunkt mit diesem Filzliner in die Farbe rein und hat die dann eben oben so drauf. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und der ist wirklich schön, also der lässt sich gut auftragen. Der hat eine hohe Pigmentierung, was ich super finde. Ich mag das nicht, wenn ich bei Eyeliner so mehrere Schichten irgendwie drüber geben muss, bis dann mal so eine gute Farbintensität da ist. Und das ist bei dem einfach gut und man kann eine schöne dünne Linie ziehen und ich finde den einfach in der Handhabung und ja, mag den wirklich gerne. Auf den Lippen hatte ich eine richtige Knallfarbe im letzten Monat total oft und zwar hier von Catrice. Das ist einer von diesen, die neu rausgekommen sind, so ein Made to Stay Smoothing Lip Polish. Und die Farbe, die es mir im letzten Monat angetan hatte, war Mission Pink Possible Nummer 060. Richtiges Knallpink hatte ich in einem Video auch an im letzten Monat und da haben super viele von euch drauf reagiert und haben geschrieben, entweder dass sie es schön finden oder haben halt gefragt, was es ist und so. Und ja, also deckt total gut, hält total gut, hat so einen Stain-Effekt, hat noch so einen glossy Glanz dazu und ist so richtig bam, pink einfach. Also richtig schön und ich glaube für den Sommer ist er auch toll. Dann hat es mir dieser Pinsel hier von Cosmetic Cosmo angetan. Das ist die Contour Krista und der war in einer Wunderbox drin und ja, in der Wunderbox war der drin. In der einen Wunderbox, wo nur Pinsel waren, da war der auch mit dabei und ich habe schon gleich erkannt, dass er und ich gut zusammenpassen, weil der nämlich so gut hier genau irgendwie hinpasst und der ist vorne so ein bisschen, der läuft so ganz leicht spitz zu und hat dann so ein bisschen kürzere Härchen daneben. Das heißt, ihr könnt vorne mit der Spitze gut die Konturfarbe, den Puder, den Bronzer, was auch immer, auftragen und diese kleinen Härchen an der Seite, die kürzeren, die verblenden es dann irgendwie fast schon in einem Schritt und dann gehe ich halt nochmal so in kreisende Bewegungen rüber und einfach richtig gut. Und auch an der Nase macht er sich gut, eben weil der vorne diese Spitze hat. Die sieht man so erstmal gar nicht, aber wenn ihr ihn benutzt, dann merkt ihr auf jeden Fall, was ich meine, dass die obersten oder die mittigsten Haare einfach ein bisschen länger sind und dadurch läuft er eben oben so spitz zu. Wundervolles Produkt.
Dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr ich mein Make-up liebe, was ich wirklich schon ewig trage, also seit es rausgekommen ist. Das ist von Catrice, das All Matte Plus Shine Control Make-up. Und meine Farbe ist die hellste, die 010 Light Beige. Und es ist nämlich fast leer. Und deswegen ist mir aufgefallen, dass ich es unbedingt nachkaufen möchte. Und das ist schon das zweite Mal, dass ich es nachkaufe. Also das erste Mal hatte ich es zum Testen bekommen. Und dann habe ich es einmal nachgekauft, glaube ich. Und jetzt werde ich es auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich habe kein besseres gefunden bisher, obwohl ich einige auch ausprobiert habe. Und ich liebe das einfach. Es hat so eine mittlere Deckkraft und da steht zwar drauf, dass es eben all matte ist und Shine Control und so, aber es ist nicht so, dass es euch so komplett flach aussehen lässt, sondern man hat irgendwie noch so ein bisschen Glow irgendwie trotzdem noch. Und es ist einfach, also es ist wirklich einfach schön. Und das, obwohl ich so sehr trockene Haut habe, dachte ich eigentlich, dass so ein mattierendes Make-up nichts für mich ist. Aber das ist irgendwie so, ja, scheint irgendwie für die verschiedensten Hauttypen zu passen. Und ich finde es toll, dass die hellste Farbe eben für so hellhäutige wie mich gut ist. Und hört ihr es schon wieder, Gizmo im Hintergrund rumheulen? Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich denke immer so, mein Gott, wie peinlich, ey. Ihr müsst auch denken, dass ich den Kater immer quäle, aber es ist halt ein Maine Coon und Maine Coons reden viel und der ist halt gerade nebenan im Zimmer und quatscht da irgendwas vor sich hin. Hört ihr das? Ein Haarspray ist auch das hier eins meiner Holy Grail Produkte und ich habe es einfach im letzten Monat mehr benutzt als sonst und deswegen ist es jetzt wieder in den Favoriten gelandet. Ich habe es immer da, aber es gibt so Monate, da benutze ich kaum Haarspray und im letzten Monat habe ich öfter mal so Hochsteckfrisuren getragen und da habe ich es dann wieder gebraucht und das ist von Taft der Ultra Haarlack in Nummer 4 in meinem Aufgebraucht Video, was entweder jetzt vor oder nach diesem Video kommt. Da hatte ich so ein kleines Fläschchen davon aufgebraucht. Und das ist eben die große, die ich wirklich immer, immer da habe und auch schon seit über 10 Jahren. Die Karte sind gerade durchs Zimmer gerannt und ich habe ein bisschen Angst vor meiner Kamera. Liebe ich sehr, kann ich sehr empfehlen, hat einen recht starken Halt und ja, man braucht allerdings ein bisschen, um es wieder auszukämmen. Aber meistens ist es bei mir so, wenn ich dann so viel Haarspray in den Haaren habe, dann wasche ich sie eigentlich eh, dann kämme ich sie nicht aus. Ja. Kann ich jedenfalls sehr empfehlen. In der Dusche hatte ich das hier sehr gerne auf meiner Haut und das ist von Caudalie, das Fleur de Vigne, ja, das Grüne und das riecht echt lecker. Ich habe es noch nicht so lange in Gebrauch, deswegen ist noch ziemlich viel drin, aber ich habe es gleich irgendwie total lieb gewonnen. Das riecht blumig, wie der Name vermuten lässt. Ich kann zwar kein Französisch aussprechen, Deutsch kann ich auch nicht aussprechen, aber so hin und wieder erkenne ich doch das Wort Fleur. Und ja, das ist einfach gut. Also ich mag das, es macht sauber und es riecht gut und mehr erwarte ich eben nicht von einem Duschbad. Und deswegen mag ich es sehr gerne. Ich finde auch die Packung sieht irgendwie sehr hübsch aus. Ich mag dieses Grün. Gut, meine Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.